Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered für die PlayStation 4 Left Behind Part 26. Ja, in der letzten Folge haben wir uns in einem Geschäft aufgefunden und wir haben da ganz viele Gruselmasken gefunden und ein bisschen rumgekaspert. Und es switcht anscheinend immer zwischen der Zeit, wo wir bei Joel sind, wo er sich verletzt hatte, und einmal zu dem Zeitpunkt, wo wir ja mit unserer Freundin unterwegs sind. Und hier ist natürlich die Frage, wie geht das Ganze weiter und was bewirkt eigentlich die Riley für uns? Was hat sie für eine Rolle in diesem Spiel? Und es ist immer noch nicht klar, ob die Fireflies für uns immer noch bösartig sind. Und wir haben in der letzten Folge gesehen, dass wir hier mittendrin sind. Hier gibt es wieder ganz, ganz viele Hunter, meine ich, sind das. Könnten auch ein paar Klicker dabei sein. Und jetzt geht es natürlich hier weiter zu kommen. Und ich würde sagen, wir machen direkt hier weiter und schalten die Webcam aus, damit wir uns 100%ig auf das Spiel hier konzentrieren können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier jetzt vorangehen wird, weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach wird. Wir haben immerhin 19 Schussmunition. Kann mir jedoch vorstellen, dass wir gleich bemerkt werden. So, da ist ein Klicker. Das hört man nämlich ganz gut. Okay, hier können wir nichts mitnehmen. Können wir hier was mitnehmen? Nö. Wir haben schon volle Gesundheit. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, ob dieser eine Klicker jetzt hier diese Runde läuft. Sieht so aus. Okay, haben wir hier irgendwas zum Einsammeln? Nö. Also laut Kapitel, als ich das Spiel hier gestartet hatte, stand da vom Titel, von der Überschrift her, stand da so nah. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern so nah jetzt hier eine Rolle spielt. Vielleicht, dass wir so nah hier an den Klicker rankommen. Man weiß es noch nicht. Wird bestimmt noch aufgeklärt. Scheiße. Nein! Alter, ich habe mich voll lenken lassen von den einen. Und dann kam der Klicker von hinten. Boah, ist das ekelhaft. Oh, der Scheiß geht gut los hier. So. Was hast du jetzt davon? Oh, Alkohol. So, vielleicht können wir den Klicker jetzt noch überwältigen. Zack. So, den haben wir hinter uns gelassen. Ich weiß nicht, ob der eine uns sehen könnte. Wir nehmen wieder alles mit, was nur geht. Mal kurz Licht anmachen. Okay, ich möchte nicht nochmal von dem hier abgelenkt werden. Von dem Hunter. Das sind die, die schon uns sehen können. Deshalb müssen wir höllisch aufpassen. Klicker können uns natürlich nicht sehen. Aber wenn sie uns haben, dann war es das mit unser Leben, wie wir vorhin gesehen haben. So, wir müssen unser Spürsinn benutzen, um wieder zu schauen, wo ist hier der nächste Gegner. Okay, die patrouillieren da rum. Und der nächste. Ich würde sagen, wir gehen mal schnell zurück. Ein bisschen in Position kommen. Also so wie es aussieht, haben wir noch einen Klicker übrig. Und einen Hunter. Ich würde schon fast eher vorschlagen, den Hunter fertig zu machen. Weil wer weiß, vielleicht, obwohl der bleibt eigentlich da ganze Zeit stehen. Aber nicht, dass er sich doch noch anders überlegt und rumrennt. Dann haben wir nämlich ein Problem. Wir müssen natürlich auch sehr, sehr leise sein.
Aber so wie es aussieht, ergibt sich das jetzt doch anders. Wir werden uns um den Klicker hier kümmern. Er hat irgendwelche Leiden. Vielleicht können wir ihn jetzt von der Seite überwältigen. Aber es kommt jetzt natürlich drauf an, wenn er jetzt nach rechts läuft, also zu uns, dann haben wir verloren. In dem Fall ist es jetzt nicht so. Okay, das hat er Gott sei Dank nicht gesehen. Zack! Perfekt! Das war eine perfekte lautlose Aktion hier. Jetzt können wir uns in Ruhe umschauen. Nichts wie raus hier. Oh ja. So, ich würde sagen, wir stellen erstmal noch ein paar Medikits her. Vielleicht können wir zwei. Ne, nur eine. Dafür reicht der Lumpe nicht. Aber neuen Sprengstoff. Also Rauchbombe. Nagelbombe können wir nicht erstellen. Okay. Wir müssen noch ein bisschen Zeug sammeln. Ist aber gar nicht schlimm. Weil bis jetzt sind wir ja so auch gut zurechtgekommen. Geht halt nur darum, wenn wirklich auf einmal Frontalangriffe kommen. Also sprich, jemand schießt uns mit einer Waffe ab oder sowas. Dann können wir über Medikits reden. Aber wenn wir so vorangehen, wie wir das gerade eben gemacht haben, dann sollten wir eigentlich schon gut vorankommen, ohne große Heilung. So, ich guck mal eben, ob wir hier noch was haben. Nö, eine Flasche. Okay, stecken wir mal ein. Ansonsten gibt es hier nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Ich wollte noch mal ein bisschen umschauen. Habe ich mich ein bisschen erschrocken. Ich dachte, der Klicker steht jetzt wieder auf. Ich hatte mich auch in der letzten Folge, meine ich, war auch kurz erschrocken. Aber jetzt weiß ich, warum ich mich erschrocken habe. Das lag daran, weil die Ellie, die hat so ein Zöpfchen. Und dieses Zöpfchen, das hat sich so bewegt beim Drehen, dass ich gedacht habe, da stand jemand. Und deshalb habe ich mich so erschrocken. Von daher alles gut. Okay, dann würde ich sagen, versuchen wir hier das zu öffnen. Hier. Perfekt. Okay, ich höre wieder Gegner. Okay, hier. Wo zum Teufel kommen die her? Das ist eine gute Frage. Eine berechtigte Frage. Woher kommen die eigentlich, diese Kackviecher? Okay, der eine... Oder sind das beide Klicker? Das sind beide Klicker. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht von hinten hier ergriffen werden. Vielleicht kümmern wir uns doch um den hier. Ist, glaube ich, einfacher. Weil der eine, der haut wieder in die Ecke ab. Shit! Scheiße! Was mache ich? Okay, wir müssen springen. Ja. Jetzt sollten wir in Sicherheit sein. Jawohl. Haben wir hier vielleicht irgendetwas? Das sieht schon gespenstrisch da hinten aus. Okay, so ein bisschen Licht. Aber das erinnert mich so aus einigen Horrorfilmen. Alles dunkel hier und bis zum anderen Ende flackert's. Das ist schon sehr, sehr komisch. Und sehr, sehr auffallend. Okay, wo ist der andere? Da. Okay, wir müssen irgendwie an ihn heran. Weil ich möchte schon halbwegs die Gegend gesäubert haben. Na komm. Jawohl. Und zack. Ja, ich weiß nicht, ob der Klicker das gehört hat. Ich glaube eher nicht. Aber wir können es auf dieselbe Tour machen. Okay, wir warten ab. Gucken, wo der hinläuft.
Shit! Ich glaub, der hat uns gehört. Das war's. Ey, das ist aber krass. Dass sie schon bei der kleinsten Bewegung was hören. Oder der spinnt einfach nur. Das kann natürlich auch sein. Ein Klicker, der spinnt. Warum ist er jetzt überhaupt da hinten? Da hinten war ich doch gar nicht. Okay, ich würde sagen, wir nehmen mal einen Stein. Und regeln das mit dem Stein. Vielleicht schaffen wir es. Und zack. Es ist so eine Erleichterung, wenn der liegt. Ah, die sind doch etwas zäh, muss man wirklich sagen. Also man muss sehr, 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 sehr vorsichtig vorangehen. Also wenn man da schon ein Schrittchen zu viel gemacht hat oder über einen Stein stolpert oder über eine Flasche läuft oder sonst irgendwas, das fällt total auf. Ja, hier sieht alles in Ordnung aus. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber so wie es auch aussieht, kann das gut sein, dass wir diesen einen Weg jetzt noch laufen müssen. Wo wir diese Lichter gesehen haben. Kann auch sein, dass... Kann das auch sein, dass es der einzige Weg sein wird? Man weiß es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, entweder da oder halt hier mit dieser grünen Diode. Ich weiß nicht, können wir hier machen. Okay. Das war so... Sehr gut. Hä? Wir haben irgendwas in Gang gesetzt. Also es sieht so oder so danach aus, dass wir entweder ja, den Kabel folgen müssen. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber. Hoffen wir mal, dass wir keine bösen Überraschungen erleben. Das möchte ich nämlich vermeiden. Wir haben schon genug Klickers hier erledigt, wieder mal. Okay, hier ist wieder viel... Nein! Fuck! Boah, bin ich doof, ey. Nein, ne? Och, nö. Die sind schon wieder da. Nein. Die habe ich doch gerade erst erledigt. Okay, dann versuchen wir die im Schnelldurchlauf zu töten. Boah, das mit dem Strom, das habe ich echt nicht gerafft. Beziehungsweise nicht gesehen. Ich hätte es vielleicht sehen sollen. So. Das ging schon relativ schneller. Okay, hier haben wir Gesundheit. Ich möchte jetzt wissen, ob die Gegend, also da, wo wir jetzt gerade... anscheinend den Strom aktiviert haben, ob da immer noch Strom ist. Also, dann weiß ich schon mal Bescheid. Dann brauchen wir entweder irgendwas, wo wir drüber laufen können. Oder ich darf es nicht aktivieren. Also, keiner kann mir jetzt sagen, dass das irgendwie mit Strom ist. Ich traue mich ehrlich gesagt schon nicht da reinzugehen. Oh Gott, okay. Ja, also, ihr habt selber gesehen, man kann es so nicht erkennen, ob Strom vorhanden ist. Also, das ist schon sehr, sehr gemein, muss man wirklich sagen. Jetzt darf ich mich wieder mit den Klicker hier rumschlagen. Tolle Wurst. So, direkt Frontalangriff hier. Na komm her, du
Blöder Klicker, du. Dich mach ich fertig, Junge. Junge. So. Ja, den haben wir auch erledigt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also irgendwie muss es ja jetzt gehen. Also wir versuchen nochmal diesen Schalter zu betätigen. Natürlich hat sie das jetzt nicht ernst gemeint. Das war Ironie. Okay, jetzt müssen wir uns irgendwie einen Weg weiterfinden. Na, die Frage ist nur, wo? Also, wir müssen uns genau umschauen. Scheint wieder so ein bisschen rätselhaft zu sein. Aber vielleicht müssen wir nur diese Treppchen da hochlaufen. Ja, sofern die Treppe nicht hier mit dem ganzen Kram hier zugemüllt worden ist. Okay, also wir müssen weiterschauen. Vielleicht gibt uns das Spiel gleich einen Tipp und sagt uns genau, wo wir hin müssen. Das finde ich nämlich das Gute an dieser Sache. An dem Spiel. Wenn man wirklich, sagen wir mal, planlos hier herumläuft, nach einigen Sekunden, Minuten, je nachdem, wie das Spiel halt reagiert, gibt er dir wirklich einen Tipp und sagt sofort, hey, orientier dich doch mal bitte an dieser Stelle. Und dann kann man das auch machen. Ja, dann läufst du dahin, ne? Läufst du? Und dann machst du. Ja. Okay, also Wartungsraum da hinten. Okay, können wir vielleicht nochmal drauf drücken? Ach! Hä? Okay, Hubschrauber. Auf geht's. Okay, es wäre mal gut zu wissen, wie man das Ganze stromlos macht. Weil ich kann mir vorstellen, da wo wir jetzt zweimal wegen Stromschlag gestorben sind, dass da irgendwas Tolles ist. Das kann doch nicht umsonst sein. Vielleicht ein Tresor oder irgendwie sowas. Schauen wir mal. Vielleicht können wir ja hier irgendwas bewirken. Ich hätte einfach die Tür testen sollen, ey. Mein Gott. Ja, manchmal bin ich zu skeptisch, also nicht böse sein, liebe Freunde. Hören wir mal hier, was wir hier gefunden haben. Da hört man ja gar nichts. Also ich weiß nicht, ob das beabsichtigt worden ist, aber ich höre da nichts. Also man könnte natürlich das lesen, was da steht, aber das Problem ist, man liest so viele Texte und man kann sich eh nicht alles merken. Von daher sehe ich jetzt, also ich persönlich, das nicht so wichtig an, was ich da jetzt lesen könnte. Deshalb schauen wir uns einfach weiterhin um. Klar, kann sein, dass es irgendwie nützlich sein könnte, aber ich sehe da jetzt keinen Sinn. Weil schon allein, wenn, also bei den anderen Abspielgeräten, da konnte man ja ein bisschen was hören. Aber hier konnte man ja gar nichts hören. Aber vielleicht waren da ja Informationen darin enthalten, wie man hier vielleicht irgendwie vorankommt. Schauen wir nochmal. Nach Alice, ich habe ein paar Rekorder gefunden. Vielleicht können wir das alles hier aufzeichnen. Gebe mir einen Grund zum Reden. Wenn auch nur mit mir selbst. Du hast mich neulich ziemlich böse geschlagen. Böse, böse. Ernsthaft, es tut immer noch weh. Ich wollte dich bloß füttern. Du hast mich beschuldigt, dir Essen zu klauen. Hast du eine Ahnung, wie hungrig ich bin? Ich weiß ja, Komma, dass nur das Fieber aus dir spricht, aber ich bin abgehauen, weißt du? Herrje, ich war schon 10 Meilen aus der Stadt, bevor ich mich umgedreht habe. Du hast schon recht, wir schlafen zusammen. Essen? Zusammen? Scheißen zusammen. Oh Gott. Wir sind eine Familie. Also nein, nein, ich gehe nirgends hin. Gott, lass es ihn überstehen. Das ist doch albern. Das war's, glaube ich, schon. Mehr kommt da nicht. Also, wie man schon gesehen hat, nichts Wichtiges. Hätte man auch ignorieren können, aber wer weiß.
Vielleicht war der eine oder andere Interessente unter euch und hat gesagt, ja, ich würde gerne schon wissen, was da war. Aber wie man sieht, war nichts Wichtiges. Also, jetzt müssen wir irgendwie hier schauen, wie wir hier weiterkommen. Also, irgendwie müssen wir doch hier rüberkommen, oder? Können wir hier hoch? Nö. Können wir hier? Nö. Also, irgendwie sehe ich gerade den Sinn hier nicht von dieser Etage. Ah, okay, ich sehe schon. Man muss sich nur ein bisschen mehr umschauen, ein bisschen mehr die Zeit nehmen, das zu machen. Also, wir können hier hochklettern. Ob das hält. Ja, und jetzt? Springen oder was? Ah, jetzt geht's wieder weiter mit Riley. Ui. Ist das dein Ernst? Sag's ja. Wir sind auf Kirmes gelandet. Von der Eiszeit. Die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Ach so. Los. Eigentlich nicht, aber wenn wir schon mal hier sind, warum nicht? Muss ich da draufsteigen? Ich dachte, ich muss erstmal was betätigen. Okay, dann gehen wir noch reiten. Okay. Ja. Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her. Nein, du schaffst das. Los. Oh Mann, das ist irre. Wahnsinn. Ja, an sich ist es ganz cool. Komm schon, komm hier hoch, setz dich neben mich. Okay, warte. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Ich bin doch gerade erst drin. Du bist zu schwer. Lebe! Na, sag das lieber nicht zu laut. Also, ich fand's toll. Da hast du's. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitzfindig. Nee, oder du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Die kalte Schulter. Hier, für dich. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenne dich doch. Ich meine ja nur. Okay. Dann wollen wir mal weiterziehen. Muss ja einen Sinn haben, warum wir hier sind. Okay, bist du bereit? Bereit. Ach so, ich soll jetzt einen Witz sagen. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Oh, sehr gut. Der war gut. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Witzig, lustig. Das gefällt mir. Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weglegen. Schön. Ja, der ist klasse. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Oh. Oh, oh Gott. Zum Essen ins Wahllokal. Oh. Albern. Das ist albern. Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Ja. Oh. Wie entstehen Kinder? Na, in Teamarbeit.
Oh, ja, Papier? Ja. Intim. Intimarbeit. Ja. Ich kannte mal einen tollen Witz über Amnesie. Aber ich hab ihn vergessen. Ist gut. Wie findet Knecht Ruprecht den Weg? Mit dem Routenplaner. Okay. Wo in Baden mögen gern? Ganz klar Insekt. Ah, der ist gut. Echt gut. Welche Worte machen jeden Hai glücklich? Mann über Bord. Oh, das ist fies. Das ist irgendwie fies. Wo haben Inder die Toilette? Oh, das weiß ich. Nee, am Ende des Ganges. Oh, der Fluss. So ist dieser Fluss in Indien. Das war bis jetzt der Beste. Ja, klasse. Warum weint ein Alki, wenn er vom AA-Treffen kommt? Weil es so ernüchternd war. Oh Gott, ey. Okay. Haben wir noch mehr Witze? Wohnen Katzen. Klar doch, das habe ich schon oft erlebt. Das war's, das ist der ganze Witz. Im Mietshaus. Ein toller Witz. Ich lach mich gleich tot. Mietshaus. Abendzeitungsschlagzeile. Comiczeichner tot aufgefunden. Tatumstände noch skizzenhaft. Ja, toll. Oh Mann, ich liebe das Buch. Wie bezeichnet man einen ausgehungerten Vampir? Ah, okay. Blutarm. Ja, okay. Okay, was macht ein Hacker am See? Oh! Fisch! Oh, was so? Fisch mit pH! Downspin! So was von du! Okay, hier können wir noch ein Foto machen, oder? Was hat ein Voyeur? Ein Fernrohr. Oh, wow, nein. Wo kauft ein Einarmiger ab? Im Second-Hand-Shop. da war dieser Typ, der eine Cola-Dose an den Kopf bekam. Zum Glück war es ein Softdrink. Ja. Warum essen Blinde gern Mohnbrötchen? Da stehen immer so schöne Geschichten drauf. Oh, wie gemein. Ja. Sagt der große Stift zum Kleinen, Wachsmalstift. Oh, ist er doof. Er ist doof. Aber gut. Okay, ich stecke es schon weg. Hey, danke, dass du es besorgt hast. Dankeschön. So, jetzt kannst du ja mal weitergehen hier. Ah, die läuft von jetzt selber dahin. Wie funktioniert das? Du musst einfach den Anweisungen folgen, glaube ich. Soll ich? Nein, weißt du was? Du machst das. Oh, Themen! Was nimmst du? Nehmen wir mal Freunde. Probieren wir Freunde. Das ist aber niedlich. Ich bin der Frosch. Du kannst dir keine Figur aussuchen. Du bist das Häschen. Jetzt kommt's. Okay, lächeln. Wie ein Engel. Okay, was Gruseliges. Nach vorn, nach vorn. Oh Mann. Oh, oh, jetzt mal eine Fratze. Okay. Jetzt ein Knatschgesicht. Okay, jetzt albern gucken. Okay. Schweinsnase. Oh, schon fertig. Okay. Hey, da sind wir ja. Wir sehen bekloppt aus. Was ist ein Facebook? Vielleicht bildet das Gesicht dann ein Buch. Oh, gib uns ein paar Bilder. Ich kann nicht fassen, dass das funktioniert. Ich weiß. Neuer Versuch. Okay. Was? Oh, komm schon, verdammt! War ein bisschen zu stark. Oh. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es bei uns. Ich glaube, du hast recht. Also. Wollen wir uns weiter umsehen? Oh ja.
Okay, genug rumgealbert hier. Oh, ich hasse sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Achtung. Die 6-Uhr-Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Untätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Yeah. Wow, schau dir das an. Geile Sache. Wow. Aber nur vieles kaputt. Können wir noch vielleicht Flipper spielen? Das ist richtig cool hier. Aber leider schon vieles runtergekommen. Aber hier können wir noch was machen. Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst wählst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Sie steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Blackfang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit 3 Armen. Ist auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde 1. Kampf! Runde 1 beginnt. Blackfang rast auf dich zu. Doppelschlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Du versuchst ihm so richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet ihm 15% Gesundheit. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Konter. Du hast den Ellbogen hoch, gerade als eine Kombo startet. Rutscht zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell, kontere mit einem Himmelsheber. Er hat dich gleich. Schlag ihn, damit er das setzt. Das ist auch gleichzeitig. Ach so, das ging noch weiter. Also manchmal hat es nicht funktioniert. Bildschirm wird dunkel. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, hör mal.
Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Genau. Geht nicht. Warum nicht? Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich habe gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst meinen Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verdammt! Wo zur Hölle ist sie hin? Riley! Riley! So, liebe Freunde, ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle eine Pause machen. Eignet sich auf jeden Fall ganz gut. Riley ist jetzt irgendwie abgehauen oder vorgelaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, was geschieht hier? Warum muss sie wieder weg? Ja, okay, hat sie erzählt. Aber warum hat sie uns hierher geführt? Das muss doch irgendwie einen Grund haben. Vielleicht will sie einfach nur entkommen. Ich weiß es nicht. Wir werden es in der nächsten Folge herausfinden. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr morgen zur nächsten Folge wieder einschalten würdet. Bis dahin, alles Gute und bis morgen. Ciao.